Hallo, hier ist eure Ratzenbande. Ja, heute mal ein kleines Backvideo. Wir backen nämlich Ratten-Weihnachtskekse. Jetzt zur Weihnachtszeit habe ich gedacht, das ist das ganz schön für die Vorweihnachtszeit. Und ja, fangen wir am besten mal mit den Sachen an, die man für die Ratten-Weihnachtskekse braucht. Man braucht einmal 100 Gramm Vollkornmehl, 100 Gramm Haferflocken, ein Ei, einen Apfel, eine halbe Banane, 2 Teelöffel Leinen oder auch Rapsöl, sowie ein paar Schüsseln, eine Waage, ein Robel und eine ganz große Schüssel, in dem ihr die ganzen Zutaten dann hinterher reintut und miteinander vermischt. Zuallererst reiben wir den Apfel klein mit so einer Reibe und tun ihn dann in eine separate Schüssel. Das Ganze dann nachher aussehen ungefähr. Kommt darauf an, welche Rubelstärke ihr natürlich benutzt. Je feiner ihr rubbelt, umso mehr, ich sag mal, Apfelmus habt ihr hinterher. Als nächstes schält ihr die Banane und zermatscht diese dann klein. Aus, wenn es fertig ist. Als nächstes nehmt ihr die restlichen Zutaten und tut diese in eine große Schüssel rein. In eine Schüssel reingetan haben, kommt noch ein wenig Wasser dazu. Das muss immer ein bisschen schätzungsweise geschehen, falls da mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger rein muss. Man muss das halt immer so ein bisschen abschätzen. Und anschließend verrühren wir das Ganze, bis es irgendwann ein geschmeidiger Teig wird. So, wenn wir dann so einen Teig haben, dann verteilen wir das Ganze auf dem Backblech, auf dem Backpapier in so kleine runde Keksformen. Hierbei kommen circa ja 9 Kekse raus. Anschließend tut ihr das Ganze in den vorgeheizten Backofen auf mittlerer Schiene.
bei 200 Grad für circa 30 Minuten. So, die 30 Minuten sind gerade um. Das heißt, wir machen einmal den Ofen aus und schauen mal rein. Die müssten jetzt fertig sein. Ja, die sehen ordentlich braun aus. So. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch abkühlen lassen. Und ja, dann können die Ratten die Kekse auch schon essen. Mal schauen, wie es denen schmeckt. Bin mal gespannt. Mach die jetzt auch zum allerersten Mal. Und an dieser Stelle sage ich dann schon mal bis zum nächsten Mal und ciao!